aus dem Team des Katapultenbaues kommen mit einem Modell. Und der Spezialist, ganz kurz die Geschichte des Katapults, unseres Katapults erzählen. Angefangen hat es vor einigen Jahren mit dem Waldtag in Schwäbisch Gmünd. Ich weiß nicht, ob jemand auf diesem Waldtag in Wustenried war. Da saßen ein paar Menschen, die heute auch maßgeblich an dem beteiligt sind. Der Alexander Kroll zum Beispiel und ich in Wustenried bei der Abschlussbesprechung am Lagerfeuer. Und nachdem wir ganz schon viel besprochen hatten, kamen wir drauf, wir müssten mal einen Katapult bauen. Damals waren wir noch von den Römern getrieben. Und das ist ungefähr nach 5 Jahren wieder im Sande verlaufen. Nach 5 Jahren war allerdings der nächste Wahltag. Und die gleiche Initiative begann wieder von vorne. Wir haben wieder überlegt, wie machen wir es jetzt. Dieses Mal sind wir sogar so weit gegangen, dass wir uns Bücher ausgetauscht haben. Alles verlief aber wieder im Sande. Und jetzt, letztes Jahr im September, vorletztes Jahr mittlerweile schon im September, sind wir uns dann wieder gegenüber gesessen. Und da war es dann klar, die Bogenschützen sind da, Schwertkämpfer sind da. Was uns noch fehlt, das ist ein Katapult. Und die Idee, die war ja schon länger geboren. Es ging dann nur noch darum, mit wem kann man sowas machen, wer ist zuverlässig, wer kann uns da unterstützen. Und ich habe ein paar Freunde, die sieht man hier, die steht hinter uns. Ich frage mich jetzt, woher habt ihr dieses Material und wo sind denn auch die Schwachstellen an diesem Katapult? Dann hatte man genügend Zeit aus der Umgebung, sich Holz zu suchen und das Katapult zusammenzubauen. Und so haben wir es auch gemacht. Allerdings war das nicht grundsätzlich so gedacht, aber Sie wissen alle, unterm Bahnhof ist der Bahnhofsplatz gemacht worden. Und in der Nähe von dem Parkhaus musste man ein paar Eichen fällen. Und durch einen glücklichen Zufall sind wir an diesem Tag, als die Eichen gefällt werden sollten, da dazugekommen und konnten die auf die Seite legen. Und aus diesen Eichen, also auch direkt vor Ort wie früher, ist dann dieses Katapult entstanden. 2000, also 2 Tonnen wiegt das Katapult, auf dem wir jetzt stehen. Ich heiße Sie alles herzlich willkommen. Es freut uns, dass so viele gekommen sind. Wir hatten heute Besuch aus Stuttgart und da hat die Ministerin gesagt, wir haben so den Eindruck, Schwäbisch Gmünd steht für bürgerschaftliches Engagement, es steht für eine große Identität mit der Stadt. Da sind die Bürger begeistert, da ist die Bürgergesellschaft schon da. Und da habe ich gesagt, Frau Ministerin, Sie haben recht, all dessen trifft zu. In Schwäbisch Gmünd, da bewegt sich unwahrscheinlich viel und wir haben natürlich auch ein großes Ziel in dieser vielen und intensiven Arbeit. Und der Alex Kroll, der das ja alles immer mit vorbereitet, der hat vorher zu mir gesagt, hoffentlich treffe die auch. Dann habe ich gesagt, ja, was können wir da machen? Dann hat er gesagt, dann gibt mir eigentlich ein Zielwasser. Jetzt habe ich gesagt, ich bin ja der für den Schnapserlass zuständige. Mensch, was machen wir jetzt? Dann hat er gesagt, das wird ja nicht verkauft, aber so ein Zielwasser, das gehört einfach wieder zu. Deshalb, lieber Herr Kroll, lieber Alex, ich darf dich bitten, an die Schützen ein Zielwasser zu übergeben. Wir wünschen viel Erfolg beim Probeschuss. Wir wünschen der Gruppe auch weiterhin so einen guten Zusammenhalt. Das gilt auch für alle anderen. Danke, danke an all die, die sich so einbringen. Aus der Rüstmeisterei, aus der Gewandmeisterei, aus den vielen Von da oben kann man, glaube ich, noch besser sprechen wie von weiter unten. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben das Katapult im Moment den Wurfarm nur so reingemacht, dass er sich noch bewegen lässt, aber mit der Art und Weise können wir noch nicht schießen. Wir werden jetzt ganz kurz zeigen, wie man das Katapult spannt. Das ist nicht ganz einfach und man muss es auch nach mehreren Schüssen in der Regel nachspannen. Fallen lassen, dass wir damit dann auch durch die Gassen von Schwäbisch Gmünd kommen. Und auf den Rädern, die wir jetzt haben, können wir es zwar vor und zurück bewegen, relativ einfach. Also, da wir noch nicht geschossen haben heute, wissen wir nicht ganz genau, wie sich der Wurfarm verhält. Deswegen machen wir jetzt erstmal einen Probeschuss mit ein bisschen weniger Spannung. Damnatio! Vor allem, wenn man es richtig spannt, dann hört man tatsächlich, wie das Holz, sondern da spricht das Seil. Unser erstes Seil ist mindestens 3-mal gerissen, bis man dann endlich mal funktionsfähige Konstruktion hatte. Donatio! Auf Bestien!
So, guten Tag miteinander. Wir sind die Gruppe der Bogenschützen und sind insgesamt 25 Bogenschützen, die jetzt im Laufe der letzten 5 Monate 25 Bögen gebaut haben. Das heißt, wir sind nicht nur Bogenschützen, sondern wir sind alle auch Bogenbauer. Sie! Schuss! Stadtwache! Sie! Schuss! Jawohl, die Stadtwache! Oh, da kann man sich sicher fühlen! Hände, legt an! Sie! Schuss! Legt an! Sie! Schuss! Kotz oder Staufe! Nämlich den berühmten Hartes Ring. Es ist der goldene Ring von Schwäbisch Gmünd. Es wird eine Premiere sein und es werden hochkarätige Schützen am Start sein. Und wir überlegen uns einen Modus, der gespannt ist. Liebe Gäste hier, was Sie hier sehen, ist natürlich klar. Das ist die Stadtfahne, das Einhorn. Ein silbernes oder weißes Einhorn auf rotem Grund. Das ist das langzeitige Wappen der Stadt Schwäbisch Gmünd. Und hier unten sehen Sie schon die Gmünder Fahnenschwinger in ihren Gewändern.
wunderschön, diese Zeitreise. Und vielen Dank nochmal für euer schönes, für euren schönen Auftritt. Und bei uns geht es jetzt folgendermaßen weiter. Wir warten nun auf die Dämmerung. A genug bis zur Stauversaga. Und ich hoffe, dass wir noch in den nächsten Tagen mindestens 100, das ist 100 Komparsen bekommen. Also bitte meldet euch. Wo ist der Herr Kroll? Alle hierher, der mit der roten Krawatte neben mir. Also das macht riesigen Spaß und es freut mich, dass Bettringer hier auf dem Gügling jetzt sein eigenes Volksfest hat. Herr Kroll, ich hoffe, dass das einmal wieder gemacht wird. Meine Damen und Herren, vor Hunderten von Jahren gab es in Schwäbisch Gmünd Katapulte. Jetzt, im 21. Jahrhundert, zu unserer 850-Jahr-Feier, gibt es diese Katapulte wieder. Dank unserem Katapult-Team einen großen Applaus! Ja, und liebe Gmünderinnen und Gmünder, wir konnten das Katapult-Team gerade noch abhalten, dass sie diesen ersten Schuss nicht vor den Toren von Aalen, sondern hier, wo es ein bisschen unschädlicher ist, auf dem Gügling durchführen. Meine Damen und Herren, jetzt gibt es wieder eine Premiere, nämlich der Feuerball. Ja. Also, da sind wir gespannt. Frau Schüle, ihr habt es noch nie durchgeführt vorher, oder? Ich sage, es wäre sinnvoll, wenn die Leute, die hier stehen, alle noch um 3, 4, 5 Schritte zurückgehen. Ich kann jedem versprechen, man wird es auf jeden Fall sehen. Ja, wir haben jetzt extra den Gemeinderat schneller gemacht, damit er fertig ist, damit wir da rumkommen können. So, seid ihr alle bereit? Ja, ich meine die Gmünder! So. Sie sehen jetzt mittlerweile, warum das früher so... Warum früher solche Katapulte nicht bei Schlachten eingesetzt worden sind oder nur sehr vereinzelt. Für einen Schuss hat man auch früher schon wenigstens 5 Minuten gebraucht. Man muss sich vorstellen, das 2-Tonnen-Geschütz... Ja, liebe Gmünderinnen und Gmünder, ihr seht, da ist viel los. Wer ist noch nicht engagiert? Also, es gibt noch viel zu tun. Mein Appell an euch alle, bringet euch ein. Wie gesagt, ich brauche noch 100 Komparsen. Okay. Also, zieht an und Schuss! Oh! Und so, zieht und Schuss! Nicht ganz, das müssen wir üben. Leg an! Schuss! Schuss! Oh, das ist aber gut! Das kommt super! Hey! Ostentatio! Leute werden allein am Stau versucht.